Ja. Das wäre actually nicht funny. Ja. Du bist ja auch so echt so ein Gastgeber, bin ich halt gar nicht. Ja, ich finde Besuch zu Hause ganz schlimm. Also soll ich Herr Rodes ja nie wieder einen Podcast einladen. Toll. Nee, also hier voll gerne. Das haben jetzt alle gehört. Nee. Vor allem, er macht gerade... Nee, ich mag Besuch, also ich mag's, wenn im Podcast Besuch ist, aber nicht bei mir zu Hause. Da will ich keinen Besuch haben. Es sind ganz 32 selten. Grad, Tino, sehe ich gerade. Oh, scheiße. Also... Ganz schön heiß. Ist ja auch der Brennpunkt. Trinken nicht vergessen, liebe Leute, ne? Ja, stay hydrated, immer reinzwirbeln, mindestens 3 Liter am Tag. Aber auch Wasser, nicht nur hier Cola und Bier. Cola ist eh Cola-Korn. Cola ist eh so eklig. Hast du das auch bei Cola, wenn du so an den Zehen so... Nee. Ich merke, wie es mir das Zahnfleisch wegätzt, wenn ich Cola... Das hatte ich früher, als ich noch keine... Jetzt hast du keinen Zahnschmelz mehr. Jetzt merkst du es. Mein Zahnschmelz geht ja eh, also ist ja eh irgendwie nicht so in Ordnung, weil ich echt so oft Entzündungen habe, einfach genetisch bedingt. Und ich kann halt nicht Cola nehmen und das so in meinem Mund so rumwirbeln, weißt du, so rum, okay. Wie heißt das? Ne, so. Genau. Du die, ja. Weil sonst tut es nämlich weh. Deswegen trinke ich meistens Cola echt direkt und habe nicht lange im Mund. So habe ich halt niemals diesen komischen Effekt, dass irgendwie das mehlig ist oder komisch ist. Oder einfach keine Cola trinken. Gelegentlich. Ich meine, ich bin das wäre zu leicht. Ich meine, ich esse keine Zigaretten, ja, ich rauche kein Fleisch. Ja, okay. Und so. Und denke ich mir halt, komm, dann kannst du wenigstens ab und zu mal eine Cola trinken. Und Cola ist echt so ein bisschen mein Laster, mein LKW. Das ist witzig, weil ich kenne jemanden, der ganz viel Cola mit seinem LKW transportiert. Ah. Hm. Das ist dann wirklich sein Laster und sein Laster. Egal. Hallo, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Schön, dass ihr euch hier eingefunden habt, um unseren Ausführungen zu lauschen. Es ist bestimmt eine wilde Woche. Bleibt dran, dann werdet ihr es erfahren. Es wird eine 11 von 10. Wir werden sie satirisch für euch aufarbeiten, wie wir das immer machen, und werden sie am Ende bewerten mit einer Zahl von 1 bis 10, wobei 10 für den Dritten Weltkrieg steht. Andere Podcasts machen jetzt keine Sommerpause oder so und machen Urlaub. Nein, wir machen das nicht. Wir sind das ganze Jahr quasi aktiv. Ja. Meistens jedenfalls. Man muss ja auch dazu sehen, dass hier im Studio es sehr viel kälter ist als gerade draußen. Ist echt so. Also hier sind es bestimmt gerade so, weiß ich nicht, gefühlt Mitte 20 oder so maximal. Hier drin? Ja, wahrscheinlich. Maximal. Also oben sind es 28 und da ist es sehr viel wärmer wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. 23. Deswegen bleibt bei uns dran. Bei uns wird es richtig geil, wenn es richtig heiß ist. Deswegen könnt ihr den Podcast Brennpunkt immer hören, während andere gerade Pause machen. Loser, fest und flauschig, langweilig, Alter. Dass die Pause machen, furchtbar. Ich höre zurzeit gar keinen anderen Podcast. Du bist da zum Glück richtig drin, damit wir die Konkurrenz ja dissen können. Was heißt richtig drin? Ich höre auch nur tatsächlich fest und flauschig. Eine Zeit lang auch Schröder und Sumunju, aber Sumunju kann man echt nicht mehr zuhören. Und ich höre manchmal noch so Geschichtspodcasts, so Geschichten aus der Geschichte, so wo es um Che Guevara geht oder die... Geschichten aus der Geschichte. Oder Französische Revolution und sowas, das finde ich ganz spannend. Oder wie die DDR, Walter Ulbricht und so. Aber sonst habe ich auch keine Podcasts, so hier gemischte Schwestern und so. Lester du bist Hack. Wie meine Mutter, ne? Wie meine Mutter. Was ist denn in dem Salat drin? Ach, da ist gar nichts drin, das ist ein ganz normaler Salat. Na, zähl doch mal auf. Zählt 20 Sachen auf, weißt du? Ich höre doch keine Podcasts. Naja, ich höre das und hier und ja, Geschichten du hast Geschichte. Behauptet, du hast dir die Behauptung aufgestellt, ich wäre ja voll im Podcast-Game drin, aber nur weil ich 4 Podcasts ab und zu, also einen höre ich immer und die restlichen 3, wenn Sommerpause irgendwie ist, ich was zum Aufwasch machen brauche oder zum Aufräumen brauche, aber ich bin nicht richtig drin. Na gut. Ich höre kein Lester Hack und so und gemischte Schwestern, ist nicht mein Ding. Ja, Lester Schwestern ist ja auch echt, also... Wobei, ich glaube, die eine, die komische da, die hat er jetzt, glaube ich, aufgehört. Ich weiß nicht, ob das ersetzt wurde. Schon wieder. Ich dachte, die waren erst. Werde ich hier gleich mal gegen recherchieren, damit wir immer am Puls der Zeit sind, auch wenn das schon wieder Wochen und Monate her ist. Das waren Rob Bubble und David Hein, ne? Naja, und dann Rob Bubble und diese nervige Lisa Ludwig. Sorry, ich habe sie jetzt nervig genannt, aber es ist halt so. Manchmal muss man sagen, wer ist das denn? Ich kenne sie jetzt nicht, die neue Jeremy vielleicht. Fragrance... Malwanne. Ach so, nee, wahrscheinlich macht er das wieder so. Aber mit dass Gästen. Der, ja, genau, dass der halt immer abwechselnd, aber ich habe keine Ahnung, wer Malwanne ist. Ich auch nicht. Ich kenne nur Malbuch. Oder mal ausruhen. Ja, naja. Keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Fan von Rob Bubble irgendwie. Ich fand ihn noch nie so interessant. Aber schön, dass er es macht. Ja. Mit ihr jetzt.
Naja, mit Gast. Gut. Bin ich direkt wieder im Instagram-Game hängen geblieben gerade. Also, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Wir haben Themen vorbereitet. Da habe ich direkt schon. Du hast ja schon wieder Krieg und Limit und Till Lindemann. Ich sehe es doch Du nimmst alle schon. meine Themen vorweg, aber ich kann gerne mal eine Downlifting News Das anbringen. war gerade so ein Teaser, damit die Leute. Oh, es geht Ah. ausnahmsweise mal um Till Lindemann. Ja, aber auch eine Mini-News, und zwar ist er zurück bei Instagram. Er jetzt. Er hatte sich ja irgendwie erst gelöscht oder deaktiviert, ist jetzt zurückgekommen, um Promo zu machen für seinen neuen Song, Child of Sin, was auch sehr zu ihm passt. Ich werde mal reinhören in den Song, einfach aus Interesse. Der Teaser hat mir noch gar nicht gefallen. Also ich fand seine Solo-Sachen eh nicht alle so geil. Sehr selektiv. Was ist denn bitte Fick Fick Mathematik, Alter? So ein. Der Song ist toll. Nee, das ist so ein. Das ist. Nee. Fick, 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 Mathematik. Fick sie richtig. Ist schon gut. Nee. Das ist einfach nur dumm. Es ist Das ein ist dieses dummer. Ja. typische. Das würde halt ein 16-Jähriger machen und Aber es ist das ein cool finden. 60-Jähriger. Ja. Das ist halt irgendwie echt Panne, muss ich Haftbefehl sagen. und Lindemann ist zwar schon ein gutes Feature, aber das höre ich jetzt auch nicht mehr. Aber ich fand das Video sehr witzig irgendwie, wo er Mathematik so als Sexarbeiterin verkauft hat irgendwie, wo es so an so ein Auto geht. Na, meine Süße, wer bist du denn? Ich bin Algebra. Algebra. Na, ich fahre mal ein bisschen mit dir mit. Das fand ich schon irgendwie witzig. Ja, aber was ist denn jetzt eigentlich? Der hat sich einfach wieder einen Account gemacht. Nee, Und es ist ein das ist alter die Account. News. Er hat immer noch irgendwie Millionen Follower. Ja, aber okay, den hat er wieder reaktiviert. Wahrscheinlich, um jetzt Promo zu machen für diesen komischen Song Child of Sin. Naja, das Ding ist, der hat ja seine Malena oder wie sie hieß, entlassen. Er muss jetzt selber quasi diese Instagram-Scoutings machen, damit er Wahrscheinlich, weiter an ne? Der ganze Stress. Frischfleisch kommt. Ja, wir machen ja weiter wie bisher, die touren ja immer noch und haben auch auf der Bühne jetzt wieder Geburtstag gefeiert, so und sie alle umarmt und so. Und also bei denen scheint alles in Ordnung zu sein. Und wenn man irgendwie jetzt. Also ich kann die Fans verstehen, die glauben, dass da nichts dran ist, weil Rammstein echt so tun, als wären sie die großen Opfer. Wenn man halt das nicht reflektieren kann, wirken die aber auch so ein bisschen wie die Opfer. Aber sind es, glaube ich, nicht. Also es bleibt sehr spannend. Es gab Abmahnungen. Es gab es ja auch irgendwie, weiß nicht, ob es geleakt worden ist oder öffentlich gemacht worden ist von der Anwaltskanzlei, so ein Schreiben, wer abgemahnt worden ist und warum und so weiter. Und es ist schon gerade sehr spannend und geht noch in die nächsten Runden. Und ich fand auch ganz gut, dass jetzt immer mehr Spendenaktionen aus dem Boden schießen, wo man die jungen Frauen supporten kann, einfach um diesen Kräfteausgleich zu haben, ne? Weil ja die Rammsteiner haben ja Millionen auf ihren Konten, damit sich die jungen Frauen auch wehren können, gerichtlich, werden diese Spendenfonds aufgemacht. Kann man auch mal was spenden. Kann ich wärmstens empfehlen. Ansonsten habe ich auch ein Patreon. Stimmt, oder Robin, auch um da einen Kräfteausgleich zu machen zwischen den ganzen reichen YouTubern wie Unge und so, Ja. damit auch die kleinen YouTuber aus Weimar sich Villen leisten können, per PayPal irgendwelche Luxushäuser kaufen können. Kauft Robins PayPal, Nein. Patreon. Ich lebe am Existenzminimum. Vielen Dank an meine Patreon-Supporter. Und nicht zuletzt, ich sag lieber nicht seinen richtigen Namen, vielleicht will er das nicht. Oder seinen richtigen, ja doch, seinen richtigen Namen kenne ich. Aber vielen Dank. Ich nenne dich jetzt Eis. Danke. Eis, danke schön, Eis. Ja. Gut, Till Lindemann. Cool. Ja, mehr habe ich nicht zu berichten über diesen alten Mann. Nur, dass ich jetzt auch wieder mit einem Rammstein-Fan von so, über den ich die letzten Jahre immer so geschrieben habe, Instagram wieder im Austausch bin und so. Es ist schon sehr, sehr schwierig. Es ist hart für einen ehemaligen Fan. Also, da müssen wir durch. Liebe Leute, wenn ihr Rammstein da draußen gerne gehört habt, wir schaffen das. Lass uns einfach uns eine Methadon-Band zulegen, die wir so ähnlich. Es müsste doch eigentlich diese ganzen Rammstein-ähnlichen Bands aus dem Boden schießen und Erfolge feiern, wie Eisbrecher und so, die alle so klingen wie Rammstein, aber nie richtig waren. Ja, aber das sind ja auch einfach scheiß Namen. Also Eisbrecher ist irgendwie so richtig finster als Namen, finde ich. Die hießen vorher, glaube ich, Megaherz. Aber der schlimmste Name ist für mich immer noch die Killerpilze. Echt? Nee, finde ich gut. Was ist denn da der Geilheitsgrad an dem Namen? Wo Na, kommt das her? die waren wohl Pizza essen und Ja. hatten eine Pilzpizza. Da muss der Fabi gesagt haben, das sind richtige Killer, diese Pilze. Da haben sie Ja, Killerpilze draus gemacht. Das ist doch und das süß. macht es noch schlimmer. Das kannst du als Schülerband machen, aber wenn die jetzt irgendwie langsam 40 sind oder was die sind oder 35, Nee, die sind dann 30 sind die gerade. Die sind Killerpilze. ungefähr so in unserem Alter, würde ich sagen. Und naja, aber es ist doch gerade süß, die waren ja auch erst 16, als sie angefangen haben, Musik zu machen, so, und da war es doch noch ein legitimer Name. Und den durchzuziehen, das ist ja eigentlich die Kunst. Als sie dann trotzdem mit so seriöserer Popmusik immer noch Killerpilze hießen, fand ich irgendwie cool. Hat mir imponiert. War sympathisch. Ich Killerpilze, bin Fan Alter. von der, hab die ja live Die wurden gesehen. mir damals von einem Kumpel, der großer Ärzte-Fan ist, empfohlen und hat gesagt, die klingen wie die Ärzte. Und als, also,
Das war ja nicht. Insulting, war das. Ja, das nicht. Sie sind ja auch große Ärztefans. Die Killerpilz sind ja auch zu dritt inzwischen. Waren ja früher mal zu viert. Mhm. Bis Schlagi aufgrund von Drogenproblemen ausstieg. Aber die sind vielleicht auch, hat er auch begriffen, dass der Name scheiße ist und ist deswegen oder hat deswegen Drogen genommen. Genau, und die hatten ja riesige Erfolge damals. Und zwar eben wohl zu viel. Jedenfalls sind die auch Ärztefans und haben auch so immer so Anspielungen in ihren Songs. Die sind schon sympathisch, die Killerpilze. Ich mag die schon ganz gerne. Grüße gehen raus an Dashinia. Es ist genau passiert, wie ich gesagt habe. Dashinia hat vor zig Wochen gesagt, Alter, da ist dieses UFO-Ding in Amerika. Ist so ein großes, wo jetzt auch Anhörungen sind. Und er ist jetzt zu faul, da reinzulesen, aber im Brennpunkt erfährt er ja von. Habe ich nicht berichtet. Jetzt steht hier, UFO nachreichen als Notiz. Mhm. Aber ich habe mich nicht reingelesen. Das heißt, Scheiße. Ich kann jetzt das UFO nicht nachreichen. Können wir nicht machen. Thema. Außer ich lasse es mir schnell von ChatGPT sagen, aber nee, Mist, ChatGPT ist ja nicht up-to-date, was das angeht. Nee. Ja, wird nachgereicht, das Schien. Machen wir nächste Woche. Und kauf einfach einen Hörerwunsch zum Thema UFO. UFO Amerika. Du wirst ja ganz wenig jetzt finden dazu, glaube ich. Ja, reiche ich nach. Kriegen wir irgendwie hin. Ehemaliger US-Agent behauptet, Regierung besitzt Außerirdische und so weiter. Update von mir, ich habe noch kein UFO gesehen. USA in Besitz von außerirdischen Fahrzeugen. Jetzt ist hier da was zusammengefallen. Ja, der Wind, sage ich dir, der Wind. Solange meine geilen Bilderrahmen nicht umfallen, ist alles im grünen Bereich. Ich habe jetzt meine überflüssigen oder meine nicht verkaufbaren, aber geil aussehenden Magic-Karten in Bilderrahmen reingequetscht und jetzt hier überall in der Wohnung verteilt. Hast du die Bilderrahmen eigentlich her? Hast du die gekauft oder zusammengeklaut von irgendwelchen Straßenboxen? 3 habe ich von Rosi, weil Rosi und Meta sind ja gerade hier zu Besuch. Grüße gehen raus, vielen Dank. Dann habe ich 3 von meinem Vater und 2 habe ich vom Kroppmüll. Ah, cool. Ich habe auch so 5 Rahmen zu Hause, die ich noch bestücken möchte. Ich habe gerade voll so für mich entdeckt, irgendwie die Wände zu schmücken mit irgendwie Postern wieder. Hast du zufällig, als du hier vor einer halben Stunde rein bist, hast du das für dich entdeckt, ne? Ich versuche Mio zu überreden, seit Tagen, dass wir gemeinsam einen Bilderrahmen kaufen, weil wir haben nämlich Bilder von uns beiden irgendwie, die wir gemeinsam einrahmen wollen, wir es aber nicht geschafft haben. Nee, der Gedanke ist schon seit Wochen im Raum. Na gut. Mhm. Also okay. Bei uns zu Hause im Raum. Okay, okay. Also mit UFOs kann ich nicht nachreichen. Was ich nachreichen kann oder vorreichen oder einreichen. Anreichen. Ist ein kleiner Nachtrag zur letzten Woche oder 2 kleine, weil das ist uns ein bisschen durchgeschlüpft. Vielleicht wäre die letzte Woche nicht eine 1 gewesen, hätte ich das auf dem Schirm gehabt. Und zum einen gibt es nämlich, der größte Twitch-Stream aller Zeiten ist passiert. Mhm. Und zwar hatte der über 100 Millionen, 110 Millionen insgesamt Aufrufe. Das ist insane. Das ist insane, ja. Gleichzeitig haben bis zu 3,4 Millionen Zuschauer geguckt, also am Peak. Und es war ein Boxkampf auf dem Kanal von Ibai Ilianos und komplett spanische Bubble. Deswegen habe ich es wahrscheinlich nie mitbekommen, aber die spanische Bubble ist ja auch sehr groß. Gibt ja viele Länder, wo Spanisch gesprochen wird. Das ist wie in Deutschland, so diese türkische Bubble, ne? Wenn du so in YouTube-Trends guckst, hast du auch ständig irgendwelche türkischen Dramen drin, die du überhaupt nicht verstehst als Deutscher. Hm. Ja, aber die haben dann nicht 100 Millionen Aufrufe, also das ist schon nicht echt ganz. Hart. Es war nämlich ein Boxkampf, der in einem Stadion ausgefochten wurde, über 4 Stunden gegen wahrscheinlich verschiedene Influencer, die sich da... Ich weiß überhaupt nicht, wie dieser Trend passieren konnte, so ein Boxkampf-Ding zwischen Influencern. Kommen wir ja auch gleich mit Elon Musk. Das kommt dazu. Von Promi-Boxen, glaube ich, damals auch aus dem Fernsehen. Ja, aber warum das? Es gibt ja so viele andere geile Sachen. Naja, Schachduell zwischen Logan Paul und... das wäre doch geil. Das will sich keiner angucken, glaube ich. Na gut, wenn du meinst. Ich finde halt Boxen einfach ultra langweilig. Ultra. Nee. Ich weiß nur, dass manchmal so unsere Nachbarn und so, die sich zum Boxen gucken verabredet haben und haben sich übelst so vorbereitet mit Cola und Bier und Chips und so. Und dann war der Hauptkampf in 10 Sekunden zu Ende. Geil. Das war immer ganz witzig. Ich bin auch lieber eher so der Fan von, wenn dann Mixed Martial Arts, MMA. Ja, sowas ist halt cool. Oder halt Wrestling. Wrestling halt, ne? Gehe ich auch mit. Aber nice. Boxen, Alter, wo du echt nur die ganze Zeit so und ich decke mich hier und das ist doch so dumm. Es ist ein bisschen langweiliger für mich auch. Das aber hat das halt mein Opa früher immer geguckt und ich dachte jedes Mal, warum, Alter? Naja, es ist ja auch vielleicht ein bisschen strategischer nochmal. Das ist wie Skispringen auch, was auf dem Papier ja krass ist. Und natürlich ist es auch auf dem Papier krass, okay, da boxen sich gerade 2, ja. Auf dem Papier. Skispringen, der fliegt irgendwie 100 Meter weit. Das ist übelst krass. Aber es ist halt immer das Gleiche. Ja, Skispringen finde ich auch langweilig. Oder Formel 1 oder sowas. Wenn die immer so im Kreis fahren. Mein Freund Michael, liebe Grüße an die Ärzte, ist auch nicht meins. Ich kenne Menschen, auch die gerade zuhören, von denen ich weiß, dass sie Formel-1-Fans sind. Ist ja alles so schön und gut, aber ich finde es langweilig. Ja,
Und eine weitere Sache, die ich sehr witzig finde, die uns durch die Cracks gerutscht ist, ist mittlerweile 9 Tage, wenn ihr es hört, 10 Tage alt. Und zwar die kreativste YouTuber-Entschuldigung aller Zeiten, nämlich eine gesungene mit Ukulele begleitet von einer gewissen Colleen, Colleen Vlogs. Die hat, Eine okulare Entschuldigung. ja, wir sind nicht ganz so deep drin, das hat uns Rosi gerade noch offenbart, bevor sie hier rausgegangen ist, dass die irgendwie 14-Jährige oder halt irgendwie Wenzers gegroomt hat, die so ein bisschen. Also, es ist, wie gesagt, ich bin da nicht drin, ich verlasse mich jetzt auf Rosis Wort. Es ist wohl, es gibt Beweise und es ist mehr als Gerücht. So. Und ihr Legal-Team hat ganz klar gesagt, du darfst dazu nichts sagen. Was ist ein Grooming eigentlich, Robin? Erklär's mal uns Naja, von alten wenn ZuschauerInnen. du quasi den von Anfang an so, also du triffst jemanden, der ist 12 und dann sagst du so, ich weiß Oh, nicht, wie man das macht, was für ein aber. Brett sagst du dann? Und dann sagst du aber, in 6 Jahren Naja, sprechen wir uns wieder. du sagst denen das wahrscheinlich, oder vielleicht sagst du denen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es so, guck mal. Und ich glaube, ich dachte immer, dass das so ein bisschen, weil dieser Onision hat das auf jeden Fall auch gemacht, in dem Zusammenhang habe ich das gehört, aber da ging es halt um so eine Abhängigkeit irgendwie, weißt du? Ich weiß nicht genau, wie es ist. Dass du die Person heiß findest, obwohl sie halt noch 12 ist, und dann sie halt warm hältst, bis sie volljährig ist und es legal ist. Das ist so ein bisschen dieses Grooming. Und ich glaube, das kannst du auch so weit treiben, dass die Person von dir abhängig ist. Na, ich dachte, dass das so ein Engel ist, der da automatisch mit drin ist irgendwie. Dass du, oh, ich weiß nicht, wie man das dann macht, aber also durch Manipulieren irgendwas, dass man so sagt, weiß ich nicht. Also du bist mir jetzt Vielleicht. irgendwie was schuldig oder was weiß ich und das wird dann quasi später eingelöst. Erklärt es uns besser, wenn, ich kann ja einfach mal Vielleicht war Michael googeln. Jackson auch nur ein großer Groomer, der sich die ganzen Kinder warm halten wollte. Wenn er mal 80 ist, dass er dann mit einem 18-Jährigen da rumshakern kann, Ja. hat er nicht mehr erlebt. Gumi wird die gezielte Kontaktaufnahme Erwachsener mit Minderjährigen in Missbrauchabsicht bezeichnet, indem stufenweise ihr Vertrauen erschlichen wird. Es ist schon maximal unangenehm. Ich habe es auch schon beobachten können. Striegeln, zurechtmachen, vorbereiten. Oh Gott, oh Ich Gott. habe es auch schon erleben Da, guck mal das hier. müssen. Man, es wird den potenziellen Opfern zunächst geschmeichelt und Geschenke gemacht, um ihr Vertrauen zu erlangen. Sowas halt. Das meinte ich. Das Wobei kommt weiß leider ich nicht, echt ob ich das häufiger vor, meinte. als man denkt. Ich habe auch in meinem Umkreis schon mitbekommen, dass Leute irgendwie Mitte 20 sind und so 16-Jährige sich irgendwie warm halten und so. Das ist schon irgendwie unangenehm. Es ist, glaube ich, nicht verboten, aber es ist halt irgendwie schon komisch. Das ist ein bisschen so Lindemann-mäßig, ne? Irgendwie so, du zielst sehr auf junge Leute aus und versuchst sie jetzt irgendwie an der langen Leine zu halten. Schwierig. Aber nicht illegal. Ich meine, wenn da Freiwilligkeit ist und alle Menschen sich da Ja, da irgendwie kann man. Was, wo eins hat man das? sind. Ach ja, wir hatten das ja bei Lindemann, dieses den Volljährigen dann ihre Autonomie absprechen, ist ja dann wieder der nächste Fauxpas quasi, weißt Naja, es ist halt so ein du? Aber bisschen, die ja. Weite ist so ein bisschen in der Mitte, ne? Also es schließt sich ja überhaupt nicht aus. Na klar haben Leute, die volljährig sind, irgendwie auch. Ja, ich bin gestern auf meinen operierten Ellenbogen gefallen. Sehr Ich habe gut. hier so eine wunde Stelle und ich versuche hier gerade zu liegen auf Du dem Ellenbogen. zerbrichst vor meinen Augen, sag ich Ist so, dir. ist alt und porös. Das Gute ist, wahrscheinlich wirst du nicht ewig Skateboard-Videos machen können, Doch. weil du zerfällst, aber Podcasts kann man machen, bis du halt nur noch Das ist richtig. aus dem Kopf bestehst und so einer Wasserflasche unten, Ja. die dich am Leben hält, oder so einer An so Lebens. Schläuchen Genau. hier so ein Schlauch rein, weil ich Kettenraucher bin. Da rede ich immer so, wenn ich da drauf drücke. Ja. Das wäre actually nicht funny. Ja. Warum lachen wir dann? Gute Frage. Gut, Oh, Heidelbeeren, du bist geil, Robin. Ohne gönn Scheiß, ich dir. liebe Heidelbeeren. Gönn dir. Hier, ne, ich habe ja einen neuen Mitbewohner und das ist so ein sweeter Boy einfach. Und wir haben ihm halt so ein bisschen seine Sachen reingetragen, als er noch nicht da war. Der hat die halt im Keller zwischengelagert kurz. Und als er da war, waren die halt alle im Zimmer. Und dann habe ich ihm vom Kroppmüll noch so einen übelst ranzigen. Und ja, Kroppmüll, Sperrmüll, liebe Internationalen. Habe ich ihm so einen ranzigen Tisch mitgebracht. Und da hat er uns dann als Cool. Geschenk diese Weintrauben da gegeben. Du hast mir Müll ins Zimmer gestellt, hier ist Obst. Ja, das ist so ein random Ding einfach. Der war auch als er seinen ersten Tag hier war, war direkt Stream, hat auch mal kurz reingeguckt. Das ist ein ganz sweeter. Bin ich mal gespannt drauf, ihn kennenzulernen. Alright, wir sind jetzt aber sehr lange hängen geblieben. Habe ich schon gesagt, dass sie ihre Entschuldigung gesungen hat? Nee, also, aber ihre Anwälte haben wohl Genau. gesagt, sie soll sich dazu nicht äußern. Ja, sie soll nichts sagen Soll und dann nichts singt sie sagen. aber. Haha, die haben nicht gesagt, dass ich nicht singen Und das darf. 10 Minuten lang irgendwie. 10 Minuten und es ist richtig Panne. Es hat auch übelst viele Dislikes. Ich habe ja diese Erweiterung, wo man da so eine grobe Zahl sieht.
Und alle in den Kommentaren so, this is the most millennial thing ever, this is so bad, this is... Also wie so ein Spion irgendwie, der festgehalten wird und er darf nichts sagen, irgendwie, wenn er gefoltert wird. Ich darf ja singen. Ja. Ich bin im Auftrag hier von Putin. Stimmt, doch, ist gut. Ist ein valider Vergleich. Ja, danke schön. Ja, ist auf jeden Fall ganz, ganz finster, aber es ist die kreativste Entschuldigung aller Zeiten. Das kann man ihr nicht nehmen. Ach, wir können eine kreativere Entschuldigung machen. Sie hätte ja auch ein Bild malen können, irgendwie so, wie sie so irgendwie neben ganz vielen Kindern steht und dann irgendwie dazu schreibt, Entschuldigung. Ja. Kommt nicht wieder vor. Wie gesagt, ich bin halt nicht deep genug drin. Sie sagt halt, dass sie so ein bisschen einfach weird war, so ein bisschen socially awkward oder so und keine Boundaries gesetzt hat. Was weiß ich. Das Ding ist halt wieder, wenn das ein Kerl wäre, wäre es halt auch wieder irgendwie... Also ich zweifle bei ihr eher an, dass sie Shit gemacht hat, weil sie eine Frau ist. Sexistisch. Es ist ein Bias. Ja. Passt ja zu unserem aktuellen Hörerwunsch, den wir gemacht haben, ne? Hier Biases und kognitive Verzerrungen, die man hat. Alle Menschen haben irgendwie Rassismus in sich, Frauenfeindlichkeit in sich, Homophobie in sich. Aber der Trick ist halt, dass man dem aware ist, also sich dem bewusst ist und sich nicht lenken lässt von solchen Vorurteilen. Ja. Na gut, wie gesagt, es ist 9 Tage jetzt schon her. Kommen wir mal zu aktuellen Erkenntnissen. Der Risikofaktor, Alzheimer zu bekommen, ist bei Leuten, die im höheren Alter Covid bekommen haben, um 50-80% gesteigert. Na geil. Das ist schon viel. Das ist eine Erkenntnis dieser Woche, aber ich möchte das positiv drehen, Leute. Verbringt Zeit mit euren Eltern, wenn sie cool sind, ja. Nur weil ihr verwandt seid, das heißt es nicht, dass ihr da müsst. Aber wenn ihr ein cooles Verhältnis habt, verbringt Zeit mit euren Eltern, weil... Ja, es lohnt sich. ...wertvoll. Und Alzheimer ist halt echt eine Bitch, glaube ich. Aber es kann dann echt sein, dass wir unsere Generation oder Post-Covid-Generation, dass wir ganz viele demente Menschen haben werden. Ja. Wir haben ja jetzt schon ganz viele demente Menschen bei der ganzen Blödheit hier. Das stimmt. Du spielst auf Sonneberg an, richtig? Unter anderem. Sehr gut. Aber Sonneberg hatten wir letzte Woche schon. Ja, es gibt nichts Neues. Okay. Außer, dass der Bürgermeister jetzt, der Landrat jetzt aus dem Landtag raus ist und ihm jetzt jemand Neues nachgefolgt ist. Also, ja. Aber wir können an dieser Stelle über dein Lieblingsthema mal hinaus galoppieren. Die AfD ist ja wieder ein neues Hoch. Ja, bei den Umfragewerten, bei 20%, soweit ich weiß. Ja. Und ich möchte hier quer verweisen auf einen Podcast, den wir hier geführt haben vor mittlerweile bestimmt 3, fast 4 Jahren oder so, ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, dass ich mit sehr viel Neugier und Bestaunen alles in Amerika anschaue, weil ich das Gefühl habe, dass das so ein Blick in die Zukunft ist. Und auch hier finde ich, sieht man jetzt wieder eine Parallele. Es ist dieses Ding, ja, wie kann das denn sein, dass die AfD so hohe Werte hat? Dann wird da rund um die Uhr drüber berichtet und dann hat die AfD nächste Woche noch höhere Werte. Und genauso ist ja Trump mehr oder weniger ins Amt gekommen. Aber nicht nur das, auch weil die CDU ja versucht, am rechten Rand irgendwie Stimmen zu fischen, merken aber nicht, dass die Leute viel lieber das Original wählen werden, also die AfD. Und dann macht halt die CDU solche rassistischen, komischen Themen eher so lauffähig. Ja. Das raffen die halt nicht. Pass auf, ich hatte gestern einen sehr interessanten Gedanken. Den müssen wir hier mal kurz diskutieren. Los geht's. Es gab ja diesen geilen Song. Armin Laschet wird Kanzler. Der hat eine Rede hingelegt im Bundestag, wo ich dachte, uiuiui. Die habe ich nicht gesehen, aber mein Gedanke war, stell dir mal vor, Armin Laschet wäre wirklich Kanzler geworden. Ich glaube... dann wäre die AfD jetzt nicht so groß. Möglich. Sondern stattdessen wären die Leute halt jetzt, weißt du, SPD, aber wir hätten auch kein Bürgergeld wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ich sage nicht, dass ich das will, ja, aber nur die Vorstellung. Ja, Laschet-Fan Robin. Stell dir das mal vor, dass es besser, also nicht besser, aber wenn Laschet wirklich Kanzler geworden wäre, vielleicht wäre dann halt SPD, Grüne, was weiß ich, alles gewählt worden oder halt höher gewesen, AfD in Vergessenheit und die CDU hätte sich komplett selbst zerstört mit Laschet an der Spitze. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht gewesen. Guck euch mal die aktuelle Laschet-Rede an gegen die AfD, die er gehalten hat. Da bekommt ihr echt feuchte Hosen. Feuchte Hosen? Also Unterhosen. Er hat echt voll gegen die AfD ausgeholt. Laschet-Ultra bist du jetzt. Ja, das nicht, aber er wirkte auf einmal so... Der Feind meines Feindes. Wahrscheinlich. Nee, aber er wirkte auf einmal so, weiß ich nicht, integer. Und ich dachte, Alter, das bin ich doch von dem überhaupt nicht gewohnt. Also es hat mein Bild zu ihm ein bisschen geändert, aber jetzt auch nicht jetzt vom Grund auf. Das war ein guter Beitrag und so. Und wenn er so weitermacht, kann er vielleicht doch nochmal Kanzler werden in 4 Jahren oder 3 Jahren. Also Laschet ist weg, das macht uns sehr traurig. Was auch weg ist, sind die Bundesjugendspiele. Sagen die dir was? Ja. Die Sport-Events, wo man dann alle...
Habe ich gehasst. Hast du auch gehasst. Natürlich. Schön. Dann haben wir zwei konträre Meinungen und können das einmal diskutieren. Denn da hat sich eine wilde Internetdebatte drum gesponnen. Was fällt euch ein? Völlig verweichlichtes Deutschland versus... Oh, gut, dass die Scheiße weg ist. Ich musste vor Nervosität immer kotzen. Das ist so krasser Druck und same alles. Same hier, same hier. Aha, okay. Ich habe es nicht ausgehalten, diesen furchtbaren Druck, irgendwelche Sportabzeichen machen zu müssen und... Weiß ich nicht, ich habe Sport immer gehasst. Aber hätte man das dann nicht reformieren können? Also ich glaube schon, dass es von Wert ist, auch wenn nicht alle gleich sportlich sind. Natürlich muss man das irgendwie vom Pressure befreien. Aber dass die jungen Leute angehalten werden, sich sportlich zu betätigen, ist, glaube ich, schon mal gut. Ja, klar. So, ich muss dazu aber auch sagen, ich weiß jetzt nicht mehr 100%, wie das ablief in den Bundesjugendspielen, ob das dann auch gleich Noten wurden oder ob das, also ich habe das immer wahrgenommen, es war halt ein Sportfest, so, und Sportfest schlimm, war schlimm für genug. Mich immer geil. Schlimm genug. War immer geil. Nee, habe ich gehasst, Sportfest, ganz schlimm, hast immer geschwitzt den ganzen Tag und musstest Sport machen den ja, ganzen aber Tag. Ja, aber Sport ist doch gut für Körper Würstchen. Und Geist. Nee, ist nicht gut für den Geist. Doch, auf jeden Fall. Höcke ist zum Beispiel Sportlehrer. Ja. So, guck, Nazi. Sportler sind alles Nazis, meine Meinung. Sport ist schlecht für die Ideologie. Sport ist Mord für den Geist. Okay, also dann haben wir jetzt hier gerade die gleiche Debatte, die hitzig im Internet geführt wurde. Also ich muss dazu sagen, großer Disclaimer, ich bin da längst raus, mir ist das eigentlich scheißegal. Ja? Disclaimer, Robin aber, ist kein Schüler mehr, ja? Für die, die es nicht wussten, ja. Er ist jetzt schon über 30 und geht nicht mehr so zur Schule. Aber... Also wenn ich die Wahl hätte, wenn ich das entscheiden müsste, würde ich halt sagen, schon, das muss erhalten werden. So, da bin ich konservativ. Oder nicht das jetzt, aber halt irgendwie so ein Sportevent. Du Sportfaschist, Alter. Man kann das doch irgendwie schön machen. Ich weiß, dass auch zwei Felderball-Leute traumatisiert hat. Ja. Aber selbst da kann man dran. Doch ganz weiche Bälle nehmen oder so. Ja. Ja? Weil dann hast du ja echt nichts mehr anzustehen. Und zwei Felderball ist so ein geiler Spaß. Das meinte ich vorhin mit Boxen. Warum gibt es nicht YouTuber, die zwei Felderball spielen oder so? Gab's das nicht sogar mal? Nicht, dass ich wüsste. Ich sag seit 10 Jahren, die sollen die olympischen YouTuber-Spiele machen, aber... Das wäre gut. Ich habe nicht die Reichweite, um das zu organisieren. Ich dachte, es gab sogar nicht so YouTuber oder InfluencerInnen-Völkerball oder sowas. Kann sein. Also ich muss sagen, ich hatte zu Sport immer so eine ambivalentes Verhältnis. Ich fand manche Sachen ganz cool, wie halt zwei Felderball und sowas und auch Ausdauerlauf auch ganz okay. Mhm. Aber sonst, so diese Sportfeste müssen nicht sein. Gerade weil die so auf Wettbewerb getrimmt sind. Bei Ausdauerlauf ist das Einzige, wo ich wiederum sagen würde, das ist wack, weil du da die ganze Zeit das Gleiche machst. Ja, da habe ich Musik gehört und so, da habe ich einfach meinen Gang da gelaufen. Ich finde halt noch Joggen und so scheiße. Also weißt du, was ich meine, wenn du jetzt einen Weitsprung machst, da hast du halt einen so ein, das ist ja fast eine Dramaturgie, ja, du wirst immer schneller und springst dann ab, das ist ja wie ein Spannungsbogen, ja. Ja, oder auch Sprinten, das mochte ich auch ganz gerne, ja. So, und Aber so Ballsportarten habe ich gehasst. Volleyball vor allem und geil. Sowas. Geil, nee. Das ist doch ein Spielsport. Das ist doch ein Spiel. Basketball. Das ist doch der Ludo, Homo Ludus, Ludorus, Luder. Ludovico, nee. Das Ludo-Homo, wie sagt man? Ludovico-Therapie. Der spielende Mensch, der ist doch da gefragt. Das ist doch geil. Der Lothar Matthäus, meinst du? Ludo. Ludo-Narratives. Nee, warte mal. Ludo Matthäus. Du weißt doch, was ich meine. Nee, nicht wirklich. Also ich finde schon wichtig, dass es Sport gibt. Als Schulfach so ein-, zweimal die Woche ist schon okay. Aber ich weiß nicht. Wir haben ganz wenig geübt. War immer so fast direkt irgendwie Prüfungsleistung oder auf Note. Das geht halt, finde ich, nicht. Ich werde jetzt mal noch ein paar Thesen in den Raum werfen, die dich überzeugen werden. Ich sage... Die Bundesjugendspiele, heißen die so, ja, die Bundesjugendspiele und alle möglichen Sportfeste sind unser Untergang. Nein, unser Ventil, damit wir irgendwann keinen Krieg mehr treiben. Weißt du, WM statt WK, Weltmeisterschaft statt Weltkrieg. Ich ja, freiwillig. Sage, pass mal auf, wir sind uns alle einig, ja, dass zum Beispiel sowas wie der dumme Priester unterdrückt seinen Sexualtrieb, ja. Ja, dass das dumm ist. Ja, dass ja. Da immer Scheiße draus resultiert. Beispiel A, katholische Kirche. Freiwilligkeit, ne? Wer irgendwie freiwillig auf mir geht's Sex darum, verzichtet, macht nur. Aber genau, mir geht es darum, so gewisse Triebe halt zu unterdrücken. Ja, es ist eigentlich keine so gute Idee. So. Prinzipiell. Und mein Menschenbild ist, dass so eine gewisse Competitiveness, so eine gewisse Aggression im Menschen auch als Trieb drin ist. Ja, aber freiwillig. Das könnte doch dann in eine Sport-AG oder in einem Verein machen. Nee, jein. So, jetzt pass mal ja. auf. Ja! Und wenn wir dieses befriedigen,
indem wir zum Beispiel viel Sport treiben oder Weltmeisterschaft uns angucken, statt Krieg zu treiben. Ich glaube, dass dieses Uga-Uga-Höhlenmensch-Ding, das muss halt irgendwie befriedigt werden. Und es kann durch, wir klatschen uns jetzt bei zwei Felder bei Bälle um die Ohren befriedigt werden, oder wir treiben Krieg. Ich glaube, dass wir irgendwas als Gesellschaft brauchen und dass der Sport ein gutes Ventil sein kann. Seit es die Schule gibt, gibt es auch Sportunterricht. Ja. Seitdem gab es immer Kriege. Es Da, gab es, noch das ist keinen, ein Prozess. aber kein funktionierender Prozess. Wir Doch. sollten einfach mal jetzt die nächsten 20 Jahre einfach mal keinen Sport in der Schule anbieten und gucken, ob wir dann immer noch Krieg haben. Na gut, wenn du meinst. Meine Meinung. Kultusministerium, mach dein Ding, do your thing. So Schaffe Sport ab. wie wir uns hier gerade in den Haaren hatten, haben sich Zuckerberg und Musk in den Haaren. Ja, die wollen boxen miteinander, ne? Robins Lieblingssportart. Die Genau. wollen boxen gegeneinander. Die dachten sich, jetzt machen wir mal was Langweiliges. Nein. Also das Boxding war ja irgendwie erstmal abgesagt, weil die Mutter von Musk gesagt hat, nee, das will ich nicht. Der hat als Kind mal Bullshit. Leistenbruch, er darf jetzt nicht Sport machen. Ach, das ist alles. Ups, das ist alles Geschwaller. Aber jetzt geht es natürlich in die nächste Runde, denn Threads ist gestartet. Noch nicht in Europa, aber Threads ist gestartet. Eine Konkurrenzplattform zu Twitter, die auch quasi ein bisschen eine Kopie ist. Und deswegen Mr. Was will ich mit Patenten? Scheiß auf Patente. Der klagt jetzt gegen Zuckerberg. Ich muss jetzt mal was essen. Mach nur. Ja. Warum klagt er gegen Zuckerberg? Naja, weil der halt mit seinem Meta dieses Threads-Ding. Also Thread im Sinne von Fäden oder Faden. Aber Thread oder Threads ist ein Thread für Musk. Weil er hat ja für 44 Milliarden Ist das Twitter kompliziert? gekauft. Ja. Und jetzt ist da Konkurrenz. Und wenn die jetzt alle abwandern und in den ersten 8 Stunden sind 10 Millionen User da reingegangen. Wobei natürlich 10, also das 10, also ein Zehntel davon sind wahrscheinlich echte, der Rest sind wieder irgendwelche Bots oder so. Who knows? Da gibt es jetzt Krieg. Verstehe. Das ist aber auch der Maßgeber schuld, weil jetzt wohl ein Limit eingeführt hat, Ja. dass man nur noch täglich je nach Account 300, 600 oder 6000 Tweets am Tag durchlesen kann. Was denn das für eine riesige Shitshow? Ohne Scheiß. Er wollte doch Twitter irgendwie befreien. Freiheits-Twitter, Ja. Meinungsfreiheit, macht, was ihr wollt. Und es sind so viele Kanäle wie noch nie zensiert bei Twitter. Es ist so viel Scheiße passiert. Es will auch noch einschränken, wie viel wir lesen dürfen. Es ist Aber eine das ist doch unfassbare nett von ihm. Shitshow. Das ist nett von ihm, weil er weiß, was Twitter für ein Shithole ist. Sagt er, hier ist das Limit, was gesund ist am Tag. Das ist nicht sein Fokus. Ich glaube, er will diese ganzen faschistischen Tweets alle hochspülen, damit halt noch weniger Anti-Tweets gelesen werden können. Also ich weiß, ich finde das nicht gut. Ja, es ist irgendwie. Er will ja damit pushen, dass Leute dieses Premium-Paket kaufen, um da mehr Geld zu verdienen, weil durch dieses ganze Geschwaller und Geschwurbel, was in den letzten Monaten dort passiert ist, natürlich die ganzen Werbetreiber abgesprungen sind. Was jetzt auch Teil dessen sein könnte, warum Threads so ein Threat ist, weil da wird vielleicht Twitter so geregelt wie Twitter vor Musk Ja. und dann kommen die ganzen Werbetreiber natürlich lieber dahin. So. Da hatte ich mir auch runter. Jetzt in diesem Augenblick werde ich jetzt in den Google Play Store gehen. Du bist ja eh so ein Meta-Typ, ne? Ein bisschen. Du immer mit deinem Facebook, sorry, dass ich hier gerade esse, aber es muss gerade mal sein. Es ist einfach Ja, du hast ja auch Weintrauben von. Instagram, es ist ja auch Meta. Ist es das hier? Wahrscheinlich, aber wie gesagt, also eigentlich gibt es das in Europa noch nicht, soweit ich weiß. Aber guckt sich gerne rein. Ich bin gespannt, vielleicht gibt es ja, also, es gab Nee, das ist die anderes. Meldung, dass der Anwalt von Musk rausschickt an Zuckerberg und gleichzeitig hat Musk getweetet, wir sehen uns im Käfig. Also es wird vielleicht doch noch einen Käfigkampf geben zwischen den Das beiden. macht Zuckerberg, glaube ich, nicht. Das ist auch Geschwaller. Das Aber ist es wäre natürlich witzig, ich habe. ja, Geschwaller. Natürlich wäre es auch witzig. Ich würde es mir auch angucken, obwohl ich Boxen dumm finde, aber ich würde mir das angucken. Ist es nicht auch so ein Ding, dass so reiche Leute gerne arme Leute irgendwie in den Krieg schicken und dann sich darauf herunterholen, so, Auch. wie bei hier The Purge? Es sind doch auf der Welt viel, viel mehr Menschen, die nicht reich sind. Ja. Wieso stehen nicht mal wir kleinen Leute auf, die nur sechsstellig auf dem Konto sind
Und nehmen mal die Reichen und schicken die mal in so einen Käfig. Ja, Tino, und, du bist da einer sehr heißen Sache auf der Spur. Ja, man könnte dann noch Messer und Gabel nehmen und die dann aufessen. Ja, zum Beispiel. Dass wir einfach mal sagen, hier, wir lassen euch Milliardäre leben, aber nur diejenigen, die diesen Käfigkampf überleben. Machen so ein Royal Rumble oder sowas, weißt du? Mhm. Wir schicken so 30 Millionäre in den Ring und der überlebt, der bekommt das ganze Geld und der Rest stirbt dann aus. Ja. Oder so, keine Ahnung. Finde ich gut. Also es ist natürlich nur Spaß. Spaß. Würdest du einen Musk-Boxkampf mit Zuckerberg angucken? Ja, weil ich beide scheiße finde und ich finde es bei jedem Schlag geil. Quasi. Wenn die Nase bricht, da applaudiert der Tino. Wobei ich Zuckerberg ein bisschen sympathischer finde als Musk, aber... Aber der ist doch ein Cyborg. Der ist ein Reptiloid, dachte ich. Aber auch. Ja, finde ich cooler und entspannter, als ich Musk finde. Ich fand Zuckerberg immer recht souverän bei solchen ganzen Courts, wo er gewesen ist, wo er sich rechtfertigen musste vor Gericht. Mhm. Macht er immer sehr schlagfertig. Und Musk ist ja eher so ein Idiot. Hab ich nicht so verfolgt, aber okay. Der, nenn den nicht Idiot, der hat, Es ist übelst asozial, wie ich hier einfach gerade. Ich fange einen Satz an und steck mir Essen in den Mund. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe gerade. Ja, also Musk hat ja hier. Weintrauben hier, Alter. Ich stelle also, jetzt weg. Also Musk. Also der Sinn des Lebens, ne? Es tut mir leid, heute ist alles anders. Leute, es ist warm. Es sind 32 Grad in Deutschland. Wir haben hier Podcast-Obst. Passend dazu eine Meldung. Und zwar, lass mich dir vorlesen. Für das vierte Mal, ich übersetze es übrigens live, weil ich so klug bin. Für das vierte Mal in a row. Ja, gut übersetzt. Hat die Erde mindestens gebrochen oder gleichgesetzt den hottesten Durchschnittstemperatur. Ist das toll? Es gab schon immer Wärmephasen auf der Welt. Mhm. So, sagst du denn jetzt? Nichts mehr, jetzt kau ich. Gut. Aber zum Thema Übersetzen. Ich war jetzt auf dem CSD in Weimar und da hatten wir auch einen Gebärdendolmetscher. Mhm, hab ich gesehen. War witzig. War gerade so eine Rapperin auf der Bühne, die... Entschuldige, sehr prätentiöse Texte geschrieben hat, meiner Meinung nach. Und er hat das live so übersetzt. Ich habe sie rangeholt und habe sie gecastet, gescoutet, weil ich sie sympathisch finde und sie ein junges Talent ist, ja. Ich habe sie auch schon auf der Playlist bei uns gehabt, übrigens, hier im Brennpunkt. Okay. Hazel, hört rein. Ich habe. Jetzt relativiere ich das wieder, weil ich Mitleid mit dir habe. Ich habe nur zwei Lieder gehört, okay? Aber die waren halt für mich genau das, was ich an Poetry Slam nicht mag. Es sind sehr nachdenkliche Texte. Und nee, das Ding ist, das war genau das, wovor ich auch immer ein bisschen Angst habe, wenn ich Texte schreibe, dass ich einen Reim zu viel einbaue, einfach nur, weil sie's reimt, aber dass dadurch dann halt so gekünstelt wirkt, weißt du? Ich will nichts sagen, mich mit dir rumschlagen und es wagen, das wirkt halt wie... Das hast du jetzt nur, weil diese Wörter sich reimen. Und genau das war halt in diesen Texten drin. Und sie ist sehr jung und hat einen guten Flow und hat auch gute Textzeilen. Das habe ich nicht bewertet. Mir ging es nur um die Texte. Ich mag sie ganz gerne. Und ich war ja vor ein paar Wochen auch bei einem Songwriter Livid hier im Vortrefflich. Da gab es auch einen Songwriter, der war ein Klischee-Songwriter. Auch so, wir werden neue Wege gehen. Werden weitersehen und es wird wieder gut gehen. Und es war auch so tausendmal gehört, aber es war faszinierend und trotzdem sehr nachdenklich und sehr atmosphärisch. Also er war so der Songwriter, den du in einem Musikbuch abdrucken könntest, aber war irgendwie trotzdem ganz spannend. Jedenfalls zu dem Gebärdendolmetscher. Ja. Der hat bei jedem dritten Wort gefragt, was ist das? Weil ich halt auch englische Sachen gesagt habe, ne? Ja. Und er meinte es nicht wusste, er spricht sehr gut Gebärdensprache, aber echt nicht gut Englisch. Okay. Aber bei allen paar Worten so, was? Was ist nochmal irgendwie Announcement? Was ist nochmal Awareness? Das fand ich ganz süß. Das war echt witzig, dass ich ihn nochmal besetzen musste. Ja, was ist denn Awareness? Was ist so ein Dreieck? Ein Bewusstsein. Ach so, gut. Das hat man nämlich neulich mal. Awareness. Ich habe das so oft, dass ich englische Wörter verwende und das Deutsche dann auch nicht parat habe. Aber es ist ja auch manchmal so, dass es nicht eine direkte deutsche Übersetzung gibt. Und dann passt das Englische einfach besser. Ja, wenn du halt irgendwie sagst, ich habe eine Awareness für Marten in der Küche, dann sagst du, ich habe ein Bewusstsein dafür, dass die manchmal auch vorkommen in der Küche und ja, aber ich bin da so aufmerksam. Gut, ich. Aufmerksamkeit auch. Ja. Eine Aufmerksamkeit ist vielleicht ein bisschen besser. Aber ist auch nicht das Gleiche, ne? Das ist irgendwie was dazwischen, finde ich. Awareness trifft das besser. Ja, als es Bewusstsein ist manchmal oder so. Aufmerksamkeit. Es ist wie cool. Cool ist auch Englisch. Ich bin halt aware. Ich habe ja meine Aufmerksamkeit nicht auf den Marten.
ich bekomme sie halt mit, aber weißt du, ich habe die nicht so im Fokus. Ich habe die im Hinterkopf, so eine Antenne ja. irgendwie. Das, ja, das spüre. Aber Aufmerksamkeit ist ja der Fokus genau darauf, das meine ich. Ich kann ganz kurz berichten, als ich vorhin los wollte. Mhm. Bei uns im Bad hatten wir so einen kleinen Madenbefall. Es waren nicht viele, es waren du vielleicht... Du hast andauernd irgendwelche Maden und Motten bei dir, weißt du, und dann kommst du hierher und sagst, in meiner Wohnung... Ja, bei dir, ich lebe dir an der Wand teilweise. Was? Nee, ist länger nicht mehr, aber... Ja. Nee, das kommt aus Katzenfutter. Ich habe es mal recherchiert, mal wieder was Neues, und habe ich gelesen, dass gerade im Sommer sollst du auch Katzen... Also wir haben ja so einen Töten. Ja, wir haben so ein Katzenklo-Eimer, wo wir halt die Katzenklo-Kacke reinmachen und so, aber auch mit Tüten zwischendurch, also es ist nicht so schlimm. Mhm. Aber du sollst euch jeden Tag leeren im Sommer, weil es so heiß wird und da halt Fliegen ihre Eier reinlegen, da können Maden halt entstehen. Das ist halt echt passiert, halt von 2 Tagen, war 2 Tage nicht das geleert, schon war sofort irgendwie jetzt ein kleiner Madenbefall. Ja. Hier gestern auch, es war geputzt bei uns, blitzeplank ist nichts gewesen, heute Morgen wollte ich halt ins Bad gehen, lag ein Handtuch auf dem Fußboden, das Katzen runtergerissen haben. Ich heb's auf und da waren halt so 10 Maden drunter. Lecker, Tino. Und ich kam halt aus diesem Katzeneimer raus. Ich find's schön, dass ich immer die Katzen als Ausrede nehmen kann, warum ich dich nicht besuchen kann. Also die Maden eigentlich. Abfacken. Ich hatte bisher 3 Maden in der Wohnung innerhalb von 3 Jahren. Das ist schon innerhalb von 2 Jahren. 3 Maden? Du hattest heute allein 10. Nein, also 3-mal Maden. 3-mal? Das ist doch oft. Ja, ich hatte erst 3 Unfälle in 3 Jahren. Das haben ganz viele Menschen. Na also wenn du mal so bei Telegram gibt es auch so eine Sharing is Caring Gruppe, wie oft da Leute irgendwie nach Mitteln gegen Maden suchen, das ist echt, das kommt mal vor. Das ist ganz normal. Ist auch nicht unhygienisch, einfach nur, weil halt irgendwie kleine Fliegen und Motten halt in eure Küche kommen, da ihre Eier ablegen. Das ist ganz normal. Das passiert eben. Made in Germany. Tino's die Made im Speck. Ja. Aber ich wollte dieses, oh, das ist so heiß, 4 Tage in a row, wollte ich überleiten zu einem Positiven, ja, um das hier nicht ganz so aussichtslos und Klimakrise knechtet uns alle und daraus entsteht dann eine Machtlosigkeit, eine Lethargie. Das soll es ja nicht sein. Und deswegen sage ich euch, in Norwegen hat eine Discovery stattgefunden, wie ich ja wieder meine englischen Überschriften on the fly übersetze. Eine Untersuchung? Eine Entdeckung gab Entdeckung. Es. Entdeckung, ja, Discovery ist Entdeckung, stimmt. Ja. Einen Phosphatstein, der groß, also ein im Untergrund, ja, ein riesiger Phosphatstein, ja, der groß genug ist, um von der gesamten Welt das Verlangen nach Dünger und Solarenergie und elektrischen, also die Batterien in elektrischen Autos und so, für die nächsten 100 Jahre zu tilgen. Das ist doch mal ein Ding. Das ist gut. Das ist gut. Schön. Ein riesiger, also riesiger Phosphat-Vorkommenstein. Ich sehe jetzt schon Friedrich Merz da hingehen und den zerstören. Hm. Den in Lava reinschmeißen. Also 100 Jahre nicht. Für die ganze Welt, das ist insane das viel, Alter. Das ist schon Alter. Viel. Also, aber kann man da was draus machen jetzt praktisch? Naja, Dünger, Solarplatten und Batterien, das ist doch dieses Ding, wo die ganzen, oder heißt das nicht, Lithium ist ja Lithium. Ja. Hat ja auch noch. Aber Phosphat ist wohl auch wichtig für Autobatterien. Ich dachte, das wäre jetzt auch das, wo die ganzen kleinen afrikanischen Kinder in irgendwelchen Minen rumschürfen, aber es ist scheinbar nochmal was anderes. Auf jeden Fall ist eine schöne Entdeckung. Aber das ist nur ein Teil. Ich wollte noch ein weiteres sagen. Und zwar, chinesische Wissenschaftler haben auch reichlich Schabernack getrieben. Ich dachte, Lithium im Nein, die haben ein essbares, alternatives Verpackungsmodell. Wobei essbar hier eher für Tiere gilt. Hm. Wahrscheinlich jetzt nicht so yummy, yummy Menschen. Du kannst dein Amazon-Paket auspacken, kannst dann irgendwie dein Schwein zu Fraß vorwerfen. Oder selber essen. Aber ja, es ist wahrscheinlich halt eher für Getier. Also, dass es halt auch auf dem Kompost kompatibel ist. Ne? Auf dem Kompost? Kompost. Auf dem Kompass. Statt Plastik. Ja. Und das ist doch geil. Finde ich gut. Wenn das jetzt hier wirklich marktreif wird und dann wir unsere Scheiße nicht mehr in irgendwelchen... Ich hasse das, Alter, wenn ich mal Süßigkeiten kaufe, ne, und ich denke mir, oh, das sieht gut aus, das nehme ich mir. Und dann packst du diese Packung aus und dann ist jedes einzelne nochmal in Plastik verpackt. Das ist so unnötig, ja, Alter. Ja. Unnötig, ja. Du kannst das ja zum Beispiel bei Keksen oder so, die sind ja einmal verpackt, außen in Pappe. Und weiß ich nicht, bei Keksen müsste es ja eher so sein, dass die so... mürbe werden oder hart oder so. Oder weich ja, auch durch den... Ja, oder so. Die sind ja oft einfach nur in Pappe. Ja. Und dann ist in der Pappe nochmal eine Pappe drüber. Warum kannst du diese drüber Pappe nicht auf diese Sachen machen, die dann extra nochmal separat... Das ist vielleicht zu so sperrig für so... Nee, das sieht halt dann nicht so tolli aus. Und dann kannst du es nicht hier in deine Schüssel geben für die Gäste. Aber ist doch scheißegal, Alter. Ja, ist es auch. Das ist so unnötig. Es wird sich doch alles geben, glaube ich, in den nächsten 10, 20 Jahren. Dort auch noch eine Awareness, eine Aufmerksamkeit für das Thema
passieren, da bin ich mir sicher. Ja. Also hoffe ich zumindest. Wollen wir noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema in Frankreich lenken? Also 100% verstanden habe ich es immer noch nicht. Die Proteste sind wohl ein wenig abgeklungen, aber jetzt gab es einen neuen Grund für neue Proteste. Wobei ich nicht weiß, ob das schon passiert. Aber es sollte passieren, denn Macron hat ein Gesetz unterzeichnet, was offiziell erlaubt, dass die Polizei per Fernhack dein Smartphone angreifen, angreifen ist vielleicht gar nicht das schlechteste Wort, und das Mikrofon von extern aus anschalten kann und auch deine Kamera. Frech. Da, mehr ist dazu nicht zu sagen. Ja, ist frech. Stell dir vor, du bist hier gerade irgendwie, guckst dir gerade was an, auf einmal, bumm, FBI-Agent hier in der Kamera drin und sagt Hallo. Ich habe bei mir eingestellt, dass man immer erst fragen muss, ob die Kamera angeht. Ich glaube, das FBI fragt mich. Ich bin sicher, Robin. Ich glaube, auch in Frankreich gibt es kein FBI, aber du verstehst den Punkt, den ich machen will. Doch, auch französische Bullen intolerant. Also ich meine, das ist ja auch dieses Ding, was in Amerika schon lange, also es gab in den 90ern schon den ersten Fall von sowas, wo das FBI gemacht hat. Auch die Stasi. Und hier hieß es natürlich auch, ja, aber nur bei, es muss quasi... Es muss begründet sein. Es muss begründet sein und es muss quasi im Verhältnis sein. Aber das ist ja alles Auslegungssache. Und wenn da erstmal irgendwie so eine Marie Le Pen oder so an der Macht ist, ja, dann ist es halt im Verhältnis, dass man von irgendwelchen Drag Queens, jetzt fühlst du dich wieder angesprochen, von irgendwelchen Drag Queens zum Beispiel, die Smartphones anzapft. Das ist nicht geil, Tino. Das ist keine gute Entwicklung. Die werden sich dann runterholen drauf, dass sie ja wie Drag Queens beobachten, wie sie sich auskleiden. Da kann ich nur hoffen, dass diese chinesischen Wissenschaftler auch Handys, die essbar sind, herstellen. Und wenn die dann angezapft werden, beißt er einfach die Kamera ab. Stimmt. Yummy. Ich bin eh dafür, dass man irgendwie auch Zweithandys hat, die halt ohne Mikrofone, ohne Kameras sind oder sowas. Da bist du dafür, ne? Dann gib doch mal eine Runde. Ein Zweithandy. Reicher. Ich habe, glaube ich, nur zwei Handys zu Hause. Nur zwei Handys? Ein Diensthandy? Ich habe nur einen Dienstwagen und meinen Range Rover und meinen Hammer zu Hause. Nee, ich habe keinen Hammer zu Hause. Doch, ich habe einen Hammer. Hm. Aber für die Nägel und so. Na gut. Leider nur. So, dann hier Biden renews call for assault weapon ban after tragic and senseless spate of July 4. Das kann man auch nicht auf Deutsch übersetzen. Nein, zu eins. Ich musste es auf Englisch vorlesen. Da habe ich halt wirklich nur die Überschrift gelesen und dachte mir, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Das war ja der 4. Juli, was so ganz wichtig ist für die Amis, Unabhängigkeitstag. Mhm. Und da gab es scheinbar wieder ganz viele Shootings, die ich nicht mitbekommen habe. Und da hat Biden jetzt nochmal gesagt, ja, Assault Rifles hatten wir ja vor zwei Wochen als Thema. Das wird man gerne abschaffen. Wird wahrscheinlich eh nicht passieren. Also, aber ein Maschinengewehr braucht wirklich keinen Otto-Normalbürger, glaube ich. Haben nicht die USA jetzt auch an die Ukraine diese komischen Splitterbomben geliefert? Oder wollen die zumindest liefern? Was ja, aber die kommen immer nur in Teilen an. Ach so, ja. Müssen die selber zusammensetzen. Ah, scheiße. Ja. Nee, keine Ahnung, bin ich nicht drin. Ich habe gestern mit Mio einen Witz ausgedacht zusammen. Willst du ihn hören? Ja. Hör auf mit deinen Frischkäsewitzen, die machen mich noch ganz kiri. Oh Gott. Habt ihr euch dann gegenseitig geschlagen, oder? Haben gelacht. Na gut, kiri. Hör auf mit deinen Frischkäsewitzen, du machst mir noch ganz kiri. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie viel von 10 ist dieser Witz? In der 20 mindestens. Den musst du gleich von Marlene nochmal performen. Kann ich gerne machen. Das ist mein Lieblingswitz aktuell. Okay, also, ich glaube, wir müssen langsam die Woche bewerten. Ja. Und dann einen Song einpflegen und ich weiß schon, welcher das sein wird. Ja, ich hab schon gehört. Ich finde, die Woche war jetzt nicht so spannend. Das war eher Laschet irgendwie ein bisschen. Wobei Laschet. Das Ding ist, ich würde eigentlich gerne rückwirken, diese zwei Themen, die wir jetzt diese Woche noch von letzter Woche hatten, die würde ich da reinnehmen und die letzte Woche zu einer 2 machen. Mhm. Und dann die von dieser Woche dann wieder zu einer 1. Ja. Würde ich auch sagen. Das ist natürlich für die zwei, drei Leute, die das irgendwie tracken wollen, schwierig. Wobei es gab ja noch diese Lokführerverprügelaktion. Da haben wir beim AfD-Thema gar nicht drüber geredet. Nee. In Sachsen wurde ein Lokführer verprügelt von irgendwie angeblich ein 15-Jähriger oder zwei 15-Jährige. Und das ist natürlich auch wieder dieses berühmte Öl im Feuer. Hm. Ausgerechnet auch in Sachsen. Waren es Ausländer oder was? Na klar. Hm. Ja. Jetzt haben wir auch drüber geredet. Jetzt haben wir 0,1 Prozentpunkt der AfD verschafft. Bitteschön. So, du hast eins. Aber also ich möchte Disclaimer sagen. Es gibt auch Deutsche, die Lokführer verprügeln. Ja, absolut. Also es ist eh lächerlich, dass dann... Ich bin nicht genug da drin im Thema, um jetzt irgendwas genau sagen zu können, was da passiert ist, aber... Ja doch, die AfD, die fokussiert ja einfach nur gerne auf die Fälle von migrantischen Personen, vergisst aber, dass sie halt selber irgendwie Dreck am Stecken haben und dass selbst in der AfD selber haufenweise
Die verprügeln jeden Tag Lokführer. Ja, aber Vorbestrafte sind die und bringen so immer im Bundestag so Lokführer mit und prügeln die Windel weich. Es gab letztens eine schöne Rede von einer linken Abgeordneten, die halt gerantet hat über die AfD, die schon wieder über das Gender einen Antrag gestellt hat. Und hat es ein bisschen umgedreht, dass ja die AfD einen Genderwahn hat und ständig über das Gendern reden müssen. Mhm. Die hatten wohl so über 10 Anträge in den letzten Jahren, während andere Fraktionen genau 0 hatten. Mhm. So, die AfD hat sich immer aufgespielt, als sie sind die Partei, die nicht über das Gendern reden will so viel, aber macht es am meisten. Ich finde es schön. Also der Brennpunkt ist einfach nicht der Brennpunkt, wenn wir nicht mindestens einmal über AfD oder Wrestling reden. Wir haben noch 10 Minuten Zeit, dachte ich, oder? Nee, wir haben halb angefangen. Oh, es ist 20. Es ist 20, wir haben noch voll Zeit. Ich habe gerade eben irgendwie geguckt, dass es 30 ist. Okay, cool. Also Leute, haben die Zeit zurückgedreht. Hau ich noch einen raus. Ja, könnt ihr trotzdem schon mal irgendwie Songs reintun, weil ich gerade dabei bin. Ich will dazu sagen... Also die 1 steht, da haben wir uns noch die 1 steht. Geeinsigt. Ich habe Einsicht. Wir haben uns drauf geeinsigt. Ja. Das ist die einzig wahre Bewertung. Ich war jetzt die letzten 2 Tage zu Hause, weil ich halt Bauchschmerzen hatte und war auch nicht auf der Arbeit, weil ich echt mir echt nicht gut ging. Und da habe ich mir ein paar Dokus angesehen, unter anderem über AC/DC. Mhm. Das ist auch eine Band von mir, die ich als Kind gerne gehört habe. Und die klingen ja immer relativ gleich in ihren Songs. Die haben ja ihren Stil nie geändert. Und ich habe über die Doku erfahren, dass es ihr Stilmittel ist. Die haben sich geschworen anfangs, dass sie ihren Stil niemals ändern wollen. Die wollen immer gleich bleiben. Mhm. Das haben sie geschafft. Jetzt so wie Rammstein. In 30, 40 Jahren. Nein, nee, das würde ich nicht sagen. Doch. Und jedenfalls habe ich da wieder einen Song für mich entdeckt. Und zwar Satellite Blues. Den von AC/DC. Ist richtig geil. Tue ich jetzt in die Playlist rein. Alter, AC/DC haben so viele Brecher, Alter. It's the long way to the top, Alter. TNT, Highway to Hell, nee, das sind die kennen wir. Thunderstruck, ja, und so. Ja, aber es gibt ja abseits dessen schon auch noch ein paar Bretter. I feel safe in New York City, Alter, ist auch so. Kenn ich gar nicht. So gut, Alter. So gut. Oder Rock'n'Roll Train ist auch übelst geil. Anything Goes. Die ja, da fühle ich mich jetzt ein bisschen schlecht, wenn ich hier Udo Lindenberg reinmache. Mit Komet. Nee, was hatten wir vorhin? Ich mach mein Ding. Soll ich reinmachen? Egal, was die anderen sagen. Und das nur, um hier nochmal einen kleinen Rosi reinzudrücken, weil die hat das vorhin gesagt. Irgendwie, weiß nicht, ich war in der Küche, wollte irgendwas machen. Und soll ich hier irgendwie und, nee, mach dein Ding. Zack, war dieser Drecksohrwurm da. Und damit ich nicht alleine leide und die Zuhörerinnen jetzt ja mit leiden müssen. Bitteschön. Udo Lindenberg. Udo Hindenburg. Der könnte eigentlich auch mal so abstürzen und angezündet werden. Udo Hindenburg, das ist gut. Also gut. Udo Lindenberg und wir haben AC/DC, also geballte Männerpower hier. Ja. AC/DC gibt es auch jetzt so richtig gar nicht mehr. Ne? Aber der Sänger hat irgendwie einen Hörsturz, kann nicht mehr singen. Schlagzeuger ist raus, bei den Gitarristen irgendwie sind gestorben, Bassist und Gitarristin gestorben. Es ist nur noch dieser Schuljungen-Typ irgendwie in der Band drin vom Original. Der ist aber auch der geilste. Er ist der coolste. Aber irgendwie der einzige spielt Gitarre noch. Wie ein junger Gott. Ist so. Ja, also es gibt bald die große ostasiatische Allianz, denn Chinas Top-Diplomat, ich weiß nicht, wie man dahin wird, vielleicht hat er auch einfach nur was mit Kreiseln zu tun oder so. Kann sein. Der hat gesagt zu Japan und Südkorea, ihr werdet niemals Westerner werden. Kommt mit uns. Wir müssen Asien revitalisieren. Ah, okay, so diese Mischung aus Westen und Osten quasi. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ein Optik-Ding ist, aber ich habe das Gefühl, mit Indien wird es nicht so ein Gespräch geben. So dass China, also wenn China und Indien sich so richtig offiziell zusammentun würden, das wäre eine Macht. Das ist die halbe Erde, Alter. Das ist insane. Das kann schon mehr sein. Als die halbe Erde mittlerweile. Müssen sich verbinden. Und kann sein, dass die Welt jetzt darauf zugeht, dass alle so ihr eigenes Ding machen. Russland müssen ihr eigenes Ding machen jetzt in der nächsten Zeit. Das ist ja eigentlich so ein bisschen Konsens bei Wissenschaftsforschern für die Zukunft. Ich weiß nicht, wie man da sagt, aber so wie ich es mitbekommen habe, ist das Konsens, dass in der Zukunft es nicht dieses Ost-West geben wird und nicht dieses Asien-Amerika-Ding, sondern Demokratien gegen Autokratien. Das kann auch dass sein. Sich das halt so auskristallisiert. Ja. Mal sehen, es bleibt spannend. Ist die Welt in dem Film Cars auch eine Autokratie? Witzig. Ich wollte gerade sagen, den habe ich nicht gesehen, aber ich glaube... Musst du dafür nicht gesehen haben. Reicht, ja. Der Tino haut hier einen nach dem anderen raus. Ja, komm. Wo holst du die einfach nur her, ey? Ja, was soll ich sagen? Alkohol. Sehr gut. Ich habe gestern wieder alkoholfreies Guinness getrunken. Okay. Das stelle ich mir immer so geil vor, aber gestern war es nicht geil. Irgendwie war es so sehr herb.
als ich es zum ersten Mal hatte, war es halt sehr süß. Offenbar sind so Fassbiere, schmecken offenbar immer anders, wusste ich vorher nicht. Also Glasbiere schmecken immer relativ gleich, glaube ich. Also vom Fass, das ist je nachdem, an welchem Stand du quasi abzapfst, können die verschieden schmecken. Und es war gestern nicht lecker. Wenn War ich du enttäuscht. so ein Riesenbier davon nimmst, ist ja dann kaum zu fassen. Ist kaum zu fassen. Unfassbar. Ja. Okay, Hatte noch Leute. einen Witz gehabt gestern, das fällt mir gerade mit, also partout nicht ein. Du haust halt so viele Witze raus, du bist einfach so eine Gaglin-Gun, ja. Das Ja, ist. danke. Fällt mir partout nicht ein. Ich mache an in Part 2 fallen sie mir vielleicht wieder ein. Ich Im habe nächsten deswegen nämlich Teil. jetzt so eine Wortspielgruppe. Ja, warte, ich gehe da mal kurz rein, dass ich wenigstens einmal Ach, tippen kann. für dich nur? Oder ist das noch Menschen drin? Das ist nur für mich, Ach das ist so. halt, wenn mir einer einfällt, pass auf, folgendes Szenario. Stell dir vor, in der Ilm, ja, ist Ja. jemand, ersäuft gerade. Richtig scheiße, ne? Kommt drauf Ersäuft. an, wen, ja. Die Ilm ist halt 50 cm tief, muss man dazu wissen. Egal, ist jemand einmal saufen, ja, ich spring rein ins Wasser. Oh Gott, du Scheiß-Wichser! Du Wichser, ich fotze, ich rette dich! Du Rettungsschwimmer. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Ja. Und da gibt's noch mehr da, wo das herkommt. Vielleicht mache ich die Tage mal Mir fällt ein, es wurde mit mal Schmalin irgendwie so ein Neues. älterer Mann gerettet bei irgendeiner Flutkatastrophe und er musste dann irgendwie dafür Geld zahlen für die Rettung. Hat dann dagegen geklagt, er wollte ja gar nicht gerettet werden, hat er dann behauptet. Er hätte es ja nicht gewollt. Das fand ich ganz, ganz witzig. Na, Wie du da wieder rauskommst. gar nicht. Aber wir kommen raus aus dem Brennpunkt. So langsam, wir müssen jetzt auch Ja. die letzten Minuten füllen. Ach, ey, wir haben jetzt so oft überzogen, Tino. Wir müssen jetzt hier nicht künstlich in die Länge strecken. Die Woche war eine 1, es ist auch okay, dass die Ja, mal das stimmt kürzer ist. leider. Kauft doch Hörerwünsche, Wir haben wir jetzt haben glaube ich wirklich keine die mehr. letzten 10. Doch, haben wir noch Ach doch, einen haben wir noch, ja. echt. Aber das ist Vincent, der ist da tolerant. Die letzten 10 Folgen mindestens waren über eine Minute, eine Stunde 7 oder so. Wenn Stimmt. wir jetzt hier einmal 58 Minuten haben, da stirbt keiner dran. Im Gegenteil, vielleicht sagen sich die Leute, auch unter einer Stunde, da höre ich mal wieder rein. Kann auch sein, das stimmt. Gerade Ja. wenn es jetzt so heiß ist, auch für uns. Wir machen vielleicht Ist ja anstrengend. eine Sommervariante vom Brennpunkt, dass wir immer unter einer Stunde Ja, bleiben. wir haben hitzefrei, die letzte. Wir sind ja nicht im Radio oder so, dass wir jetzt Ja. mal darauf achten müssen, wie lange die Sendung ist. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wascht euch. Am besten mit kaltem Wasser. Das hat dann noch den netten Effekt, dass ihr schön euer Klima runterfahrt. Sonnencreme benutzen, ganz wichtig. Viel trinken, also nicht alkoholisches. Übrigens keine abgelaufene Sonnencreme. Das ist hochgradig nicht gut für die Haut. Ist das so? Wusste ich gar Also nicht. meine ist abgelaufen, aber nur so einen Monat. Das geht noch. Das Ich geht habe mir noch, mal eine stimmt. aufgetragen, die 4 Jahre abgelaufen war. Die habe ich wieder runtergeschabt, weil es Oh. echt nicht gut ist. Wusste ich nicht. Macht wahrscheinlich Hautkrebs. Na, macht alles. Ich habe jetzt mein erstes Hautkrebs-Screening im September. Bin ich gespannt drauf. Macht das Ja, mal, ich habe mir Leute. das auch gesagt, als ich 30 geworden bin, dass ich jetzt mal da zum kostenlosen Check gehe, aber ist bis jetzt nicht passiert. Man muss ja Muss nicht man mit halt. 30 dafür sein. Es geht ja schon früher. Echt? Leute, Also geht ich doch zur dachte, das Vorsorge. ist. Nö. Geht zur Vorsorge, liebe Leute. Es ist wichtig. Mein Arzt meinte irgendwie, man stirbt also relativ schnell, wenn man irgendwie Hautkrebs kriegt. Also ist echt nicht gut. Also es gibt ganz geringe Lebenschancen mit Hautkrebs. Deswegen wascht euch und reinigt euch, eincremen, viel Wasser trinken, alkoholfreies Bier kann auch viel trinken. Und habt Spaß und hört Brennpunkt. Gut. Und die Musik Brennholz unter Musik bei Spotify. Link in Beschreibung. Auf Tschüss. Wiedersehen. Da, 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 da.